In den nächsten Minuten erzähle ich dir von dem wahrscheinlich wertvollsten Tipp, der dir dabei helfen wird, wirklich schnell abzunehmen. Also bleib unbedingt bis zum Ende dran und viel Spaß mit diesem Video. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und heute möchte ich gerne mal mit dir darüber reden, warum manche Leute super erfolgreich abnehmen und ihr Gewicht auch ewig halten können und andere ihr Leben lang damit kämpfen und sich immer wieder quälen müssen und immer wieder Disziplin und auch Anstrengung aufbringen müssen, um da irgendwie mal hinzukommen und es oftmals vielleicht auch nie schaffen, wirklich mal schlank zu werden. Wenn du auch gerade in der Situation steckst, dass es bei dir vielleicht nicht vorwärts geht, dass du kein Gewicht verlierst, dass du aber gern etwas schlanker wärst, dann wird dich das Ganze wahrscheinlich auch viel Anstrengung und Kraft kosten und du wirst wahrscheinlich denken, du brauchst mehr Motivation, du brauchst mehr Disziplin und du brauchst vielleicht einfach diesen Antrieb dahinter, damit du das endlich mal durchziehen kannst, der dir aber einfach fehlt. Und dann sagst du natürlich, die Arbeit ist in gewisser Weise schuld, weil du eben einfach keine Zeit hast, weil du vielleicht auch einen sehr stressigen Alltag hast, dass du es nicht schaffst, wirklich auf deine Ernährung zu achten oder mal regelmäßig zu essen, dass dir dann natürlich auch die Zeit für Sport fehlt, dass du auch Zeit für deine Familie brauchst. Und das sind alles Dinge, die dann natürlich Einfluss nehmen darauf, dass du eben keine Zeit hast und dass du es vielleicht einfach nicht durchhältst, dich darum zu kümmern. Aber das Problem im Kern ist einfach, dass du immer wieder eine Diät machst und dass du immer wieder versuchst, mit Kampf und Kraft und Disziplin abzunehmen. Aber so funktioniert das Ganze nicht. Denn stell dir vor, du sagst irgendjemanden da draußen, ich mache gerade eine Diät, ich versuche gerade abzunehmen. Niemand, absolut niemand wird sagen, das klingt ja gut, das macht bestimmt Spaß. Das heißt, das Thema Diät und Abnehmen ist von Grund auf, schon vom Namen her, einfach negativ belastet und bedeutet immer für alle Verzicht, Anstrengung, Disziplin. Und deshalb denkst du jetzt natürlich auch, dass du genau das brauchst. Aber schau mal, wie viele Leute es da draußen gibt, die super fit sind, die schlank sind und die auch regelmäßig Sport machen und denen das sogar Spaß macht und die nie von sich behaupten würden, dass das jetzt anstrengend ist oder dass sie jetzt Disziplin und Kraft dafür aufwenden müssen. Das liegt aber ja nicht daran, dass diese Personen keine Arbeit haben, keine Familie haben oder vielleicht einfach nur gute Gene haben, sondern es liegt einfach an den Dingen, die sie machen. Denn abnehmen und schlank zu sein erfordert nicht zwangsläufig Anstrengung, erfordert nicht zwangsläufig Disziplin oder Motivation, sondern es ist der Weg dahin, der dich so viel Kraft kostet. Und deshalb denkst du jetzt, du brauchst die Disziplin und du brauchst die Motivation, damit du es eben endlich mal schaffst, dich durchzuquälen. Aber das ist ja schon die falsche Herangehensweise, denn sobald es mit Qual verbunden ist, weißt du ja, du wirst es sowieso nicht lang durchhalten. Und dann ist ja auch klar, dass du eben irgendwann einbrichst und es auch nie so wirklich langfristig schaffst, mal abzunehmen. Und das zeigt dir eben einfach nur, dass du wirklich buchstäblich keine Ahnung hast von dem, was du machst. Sicher weißt du in der Theorie, dass du einfach nur ein Kaloriendefizit brauchst, dich mehr bewegen musst und dass du dann Fett verbrennst. Und das ist natürlich in der Theorie auch richtig. Aber praktisch gehört einfach viel, viel mehr dazu. Praktisch ist es eben nicht nur das Kaloriendefizit und das stumpfe zum Sport gehen, weil du eben siehst, dass das einfach nicht praktikabel ist, solange es nicht irgendwie sich an deinen Alltag und deinen Lebensweisen und deinen Essgewohnheiten und deinem Geschmack orientiert und du es eben einfach wirklich auch mit Spaß umsetzen kannst. Natürlich kannst du auch mit Brot und Wasser abnehmen, natürlich kannst du eine Kohlsuppendiät machen, natürlich kannst du fasten, das ist alles möglich. Jede Diät hat ihre Daseinsberechtigung, weil wenn sie nicht funktionieren würde, gäbe es sie ja gar nicht. Das heißt, es gibt jegliche Diäten, die irgendwelchen Menschen Erfolg gebracht haben und Erfolg bringen. Das Problem ist aber, dass eben für ganz, ganz viele Leute da draußen das einfach nicht umsetzbar ist. Insbesondere dann eben, wenn du einen stressigen Job hast, wenn du Familie hast und einfach keine Zeit dafür hast und deine Nerven einfach an anderen Stellen brauchst. Dann ist natürlich klar, dass es für dich extrem viel Zeit, Kraft und Disziplin kostet und dass du dann eben auch denkst, du brauchst genau das. Du brauchst die Motivation, du brauchst die Disziplin und du musst es einfach irgendwie schaffen, dich mehr durchzubeißen. Aber alles, was du brauchst, ist einfach nur einen anderen Weg. Du brauchst einfach jemanden, der dir mal sagt, mach das so, mach das so, mach das so. Denn offensichtlich kennst du eben ein paar Wege, die für dich nicht funktionieren, die für dich eben Anstrengung bedeuten, wo du dich immer wieder überwinden musst, wo du Disziplin aufwenden musst. Aber was wäre denn, wenn du einen Weg hättest und einen Weg finden würdest, der vielleicht auch einfach geht? Denn eins kann ich dir sagen, abnehmen muss nicht Kampf bedeuten. Abnehmen muss nicht Verzicht bedeuten, du musst keinen Hunger haben, du musst nicht irgendwie dein Leben einschränken und darfst keinen Spaß mehr haben und nichts Gutes mehr essen. Das ist alles nur ein großer Irrglaube. Du kannst jede Woche in die Gaststätte gehen, du kannst Süßigkeiten essen, du kannst auch mal Alkohol trinken. Natürlich in Maßen und in einem gewissen Rahmen, aber es ist alles möglich, das zu tun und trotzdem jede Woche ein halbes bis ein Kilogramm Gewicht zu verlieren. Das Problem ist, du kennst diesen Weg dahin nicht. Und in einer Diät ist das nicht vorgesehen. Wenn du Low Carb machst oder No Carb vielleicht sogar,
dann darfst du abends nicht einfach mal so Schokolade essen. Dann darfst du nicht einfach abends mal 3, 4 Bier trinken, wenn dir danach ist. Und dann wird es eben anstrengend. Und das ist natürlich ganz klar, dass du das dann nicht ewig durchhältst und dass du dann auch keine Fortschritte machst. Du kannst dir das bildlich einfach mal so vorstellen, dass du in einen riesengroßen Wald reingehst und genau auf der gegenüberliegenden Seite rauskommen möchtest. Und du hast aber keine Ahnung, wo es lang geht. Es gibt keine Hinweisschilder, es gibt keine richtigen Wege und es gibt einfach extrem viel Hindernisse. Du gehst da rein und du hast aber keine Ahnung, wo du hin musst. Dann kommt dort eine Felsklippe, dann kommt dort ein Bach, wo du nicht drüber kannst. Und es gibt überall Hindernisse, wo du nicht entlang kannst und du weißt einfach gar nicht, was du jetzt tun sollst. Und natürlich ist das dann schwierig, dort auch am anderen Ende richtig anzukommen. Aber wenn du jetzt jemanden hast, der diesen Weg vielleicht schon gegangen ist, vielleicht schon mehrfach gegangen ist und der einfach genau weiß, wo du abbiegen musst, dann wird dieser Kampf mit dem Wald regelrecht zum Spaziergang oder der kann zum Spaziergang werden, weil du einfach an den richtigen Stellen abbiegst. Wenn es jemanden gibt, der von oben drauf schaut und der den kompletten Wald überblicken kann und dir sagt, geh jetzt nach links, geh jetzt nach rechts, steig jetzt über den Baum drüber und du das alles machst und du direkt auch die richtigen Schritte gehst, dann erfordert dich das natürlich keine Kraft oder deutlich weniger Kraft. Und dann wirst du natürlich auch am Ziel ankommen. Das Problem ist aber einfach, dass du blind in den Wald hineinläufst, keine Ahnung hast, wo du hin sollst, keine Ahnung hast, was du machen sollst und dann dadurch natürlich immer wieder auf irgendwelche Hindernisse stößt, die für dich unüberwindbar erscheinen. Dann stehst du eben vor einer riesengroßen Felsklippe und es geht weder nach links noch nach rechts und du kehrst eben um und gehst zurück. Und das ist bildlich gesprochen der Abbruch bei deinem Abnehmversuch, weil du an der Stelle eben einfach nicht weitergekommen bist. Aber wenn du es von Anfang an richtig machen würdest und mal die richtigen Tipps für dich annehmen würdest, dann wärst du gar nicht vor dieser Steinklippe rausgekommen, sondern wärst du schon 100 Meter zuvor links abgebogen und hättest den viel, viel einfacheren Weg genommen. Deshalb mein Rat an dich. Wenn dich das Abnehmen immer wieder Kraft kostet, wenn dich das Aufwand, Disziplin und Motivation kostet und du dir einfach das nicht vorstellen kannst, das wirklich mal mit Spaß anzugehen, dann such dir Hilfe und geh andere Wege. Hol dir Input, wie es vielleicht für deine individuelle Situation leichter sein könnte, was du vielleicht anders machen könntest, damit du auch mit Spaß das Gewicht loswirst. Denn nur so wird es für dich langfristig funktionieren. Natürlich brauchst du in erster Linie nur ein Kaloriendefizit und eben die richtige Nährstoffverteilung. Aber allein das wird nicht ausreichen, dass du Spaß an der Sache findest. Dich jetzt dreimal pro Woche zum Sport zu quälen und dir die Zeit zu nehmen, wird nicht ausreichen, dass du langfristig einen flachen Bauch bekommst. Weil diese Qual und diese Anstrengung dich immer und immer und immer wieder zurückhalten wird und irgendwann immer dieser Schweinehund größer sein wird als eben deine Motivation in dem Moment. Deshalb hör auf, nach Motivation zu suchen, hör auf, dich immer wieder pushen zu müssen, sondern geh einfach den Weg, wo dieser Schweinehund gar nicht aufkommt und wo es anfängt, Spaß zu machen. Und dann wirst du auch wirklich erfolgreich sein und dann wird der Erfolg auch bleiben. Dann wird der Bauch flach und er bleibt auch flach. Und das ist ja das, warum du es überhaupt machst. Du machst die Diät ja nicht für einen Jojo-Effekt, dass du in 3 Jahren wieder so aussiehst, wie du heute aussiehst oder vielleicht noch mehr zugenommen hast, sondern du willst ja abnehmen, um dieses Gewicht dann auch bis an dein Lebensende zu halten. Und das funktioniert nur so, das garantiere ich dir. Deshalb melde dich gern bei mir, wenn du auch einen solchen Wegweiser brauchst. Ich kann dir genau sagen, wie es für dich funktionieren kann, dass es einfach ist, dass es Spaß macht und dass du eben wirklich Woche für Woche auch die Fortschritte siehst, ohne dich dabei extrem quälen und anstrengen zu müssen. Geh dazu auf meine Website unter www.steude-sebastian.de. Dort kannst du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen und dann kannst du mir einfach mal von deinem Alltag und deiner Situation erzählen. Und dann kann ich dir auch Vorschläge machen, wie das für dich aussehen könnte. Und ich danke dir, dass du bis hier mit dabei warst. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Abonniere gerne meinen Kanal, wenn du weitere Videos wie dieses hier vorgeschlagen bekommen möchtest. Und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Abnehmen. Melde dich gerne bei mir und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Dein Sebastian. Ciao, ciao.